Was die AfD in den kommenden Jahren für Deutschland will, das erkläre ich euch anhand der folgenden Kategorien: Klimaschutz, Digitalisierung, Schule und Bildung, Geld und Finanzen, Gesundheitswesen, Arbeit und sonstige wichtige Punkte. Und die Kritik an der Partei darf auch nicht fehlen. Und neben der AfD werde ich zu zahlreichen weiteren Parteien solche Wahlprogrammvideos machen. Deswegen jetzt schon mal abonnieren. So, und an dieser Stelle ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass ein solches Wahlprogrammvideo natürlich nicht das gesamte Wahlprogramm zu 100% abbilden kann. Deswegen schaut doch nochmal unten in die Infobox, dort habe ich euch das Wahlprogramm und noch weitere nützliche Links und Informationen verlinkt. Anders als andere Parteien hat die AfD in ihrem Wahlprogramm kein extra Kapitel zum Klima oder Klimaschutz. Man bespricht das Ganze allerdings zusammen mit den Kategorien Energie, Technik und Digitalisierung. Zudem findet man weitere Umweltmaßnahmen in dem Kapitel Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz. Thematisch lehnt die AfD es ab, die CO2-Emissionen auf Null zu senken, da es aus ihrer Sicht zu viel kostet und zu sehr Industrie und Gesellschaft bedrohe. Die AfD behauptet außerdem, dass es bis heute nicht nachgewiesen wäre, dass der Mensch und die Industrie maßgeblich für den Wandel des Klimas verantwortlich seien. Für die AfD ist der Kampf gegen das Klima oder gegen den Klimawandel, Zitat, aussichtslos. Sie sagen, dass man sich lieber an die anstehende Warmzeit anpassen solle. Sie sieht diese als, Zitat, Blüte des Lebens und der Kulturen, Zitat Ende. Und das Pariser Klimaabkommen würden sie kündigen. Und auch CO2-Besteuerungen lehnen sie ab. Und auch, dass Deutschland nur noch auf erneuerbare Energien setzt, lehnen sie ab. Das ist aus ihrer Sicht zumindest nicht wirtschaftlich. Und auch beim Thema Strom spielt ja das Thema Kohle eine große Rolle oder hat es zumindest in letzter Zeit. Die aktuelle Bundesregierung möchte ja bis spätestens 2038 aus der Kohle komplett ausgestiegen sein. Die AfD allerdings möchte auch weiterhin an der Kohle festhalten. Sie sagen, dass Deutschland die saubersten Kohlekraftwerke hätte und will sie aus Klimaschutzsicht nicht abschaffen. Die AfD ist auch die einzige der größeren Parteien, die auch wieder in die Atomkraft einsteigen möchte. Und sie sagen auch, dass das, Zitat, Problem der Verschmutzung der Meere vor allem durch die Verringerung des Eintrages in den Entwicklungsländern gelöst werden könnte. Gleichzeitig fordert die AfD aber auch, Zitat, eine reine Luft und sauberes Wasser und, Zitat, naturnahe Lebensräume, Zitat Ende. Sie sagen selbst, dass sie sich an, Zitat, den Zielen zur Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit als konservative Prinzipien, Zitat Ende, halten wolle. Und weil wir gerade bei erneuerbaren Energien waren, Windräder in Wäldern wollen sie verbieten, weil sie den Kindern, Zitat, eine intakte Natur hinterlassen wollen. Übrigens, mehr Videos zum Klimaschutz findet ihr hier oben im i verlinkt. Würdet ihr eigentlich die AfD wählen? Ja oder nein? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare und schickt dieses Video gerne noch an ein, zwei weitere Leute, die ihr über die AfD informieren wollt. Auch das Thema Digitalisierung hat bei der AfD kein eigenes Kapitel bekommen. Da stehen Themen wie Euro, Verteidigungspolitik oder auch Migration eher im Vordergrund der AfD. Aber auf 5 Seiten wird trotzdem über Digitalisierung gesprochen. Die AfD will zum Beispiel keine Upload-Filter und sie wollen auch nicht, dass die Plattformen eigenhändig Inhalte löschen können, die unter Umständen rechtswidrig, also strafbar sind. Die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, will sie abschaffen und durch ein neues Gesetz ersetzen, und abgesehen davon fordern sie in zahlreichen Behörden und Bereichen Sicherheitsupdates und mehr Prävention gegen Hacker. 5G lehnt die AfD per se nicht ab, aber sie sagt auch aus ihrer Sicht, dass man diese Technologie mit Vorsicht behandeln solle. Und anders als bei vielen anderen Themen fordert die AfD bei der Sicherheit von digitalen Verwaltungssystemen, also von Staaten eben, eine enge Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern. Und dass man in Zukunft alle Behördengänge digital machen kann, das finden sie gut, solange man allerdings aus ihrer Sicht das alles auch immer noch physisch und real machen kann und solange man auch dann bar bezahlen kann. Die AfD möchte nicht in Richtung Gemeinschaftsschulen gehen, sondern möchte an dem System Hauptschule, Realschule und Gymnasium festhalten. Und sie wollen mehr auf Ausbildungen setzen, also weniger darauf, dass Leute immer mehr Abitur machen und vor allem studieren. Digitalisierung in Schulen finden sie grundsätzlich gut, aber sie wollen sie nur dann, wenn sie, Zitat, didaktisch und methodisch Sinn macht und, Zitat, datenschutzkonform, Zitat Ende, ist. Und die ersten 4 Schuljahre sollen digital frei sein. Von Inklusionsklassen hält die AfD wenig, sie möchten weiterhin an Förder- und Sonderschulen festhalten und sie sagen auch, dass, Zitat, einheimische Schüler, Zitat Ende, gefährdet sind oder dass deren Lernerfolg gefährdet ist, wenn Menschen oder Jugendliche mit Migrationshintergrund kein Deutsch sprechen und eben dann in den
Klassen sind. Und aus ihrer Sicht soll der Schulunterricht auch zur Zitat Heimatliebe und Zitat Traditionsbewusstsein führen. Gleichzeitig fordern sie aber auch, dass keine Meinung im Unterricht vorgegeben werden soll. Vom Bachelor- und Master-System wollen sie weg und wieder hin zum Diplom- und Magister-System. Und weil die AfD aus ihrer Sicht selbst sagt, dass es eben nur Mann und Frau als Geschlecht gibt, lehnen sie Studienfächer wie Gender Studies, auf Deutsch Geschlechterwissenschaften, ab. Kommen wir zum Thema Geld und auch Steuern. Die AfD sagt nämlich, dass sie sich vor allem auf die Umsatzsteuer und Einkommensteuer konzentrieren möchte. Konzentrieren ist etwas schwammig ausgedrückt, das könnte auch bedeuten, dass man vor allem die Steuern hier erhöhen möchte, denn andere Steuern wie zum Beispiel die Gewerbesteuer oder die Grundsteuer und Zitat etliche, Zitat Ende, andere Steuern wollen sie abschaffen. Auch die Erbschaftssteuer, die ja vor allem die überdurchschnittlich Reichen betrifft, möchte die AfD streichen und abschaffen, sodass es diese Steuern nicht mehr gibt. Und generell muss man sagen, dass sie für definitiv weniger Steuern sind und für eine freie Marktwirtschaft, eine sehr offene Marktwirtschaft. Auch will die AfD eine Digitalsteuer für die ganz großen Tech-Firmen einführen. Sie wollen aber Steuern auf die Umsätze dieser Unternehmen erheben, die vor allem mit personalisierter Werbung gemacht wurden. Und grundsätzlich muss man sagen, dass die AfD sich weniger darin sieht, mehr Steuern für überdurchschnittlich reiche Menschen zu erheben. Die AfD geht bei diesem Punkt Gesundheitswesen direkt auf Corona ein. Sie sind nämlich gegen eine Maskenpflicht und gegen eine Impfpflicht und setzen sich für freiwillig durchgesetzte oder durchgeführte Hygienemaßnahmen ein. Generell beklagt die AfD die Corona-Pandemie-Politik der Regierung und möchte eben einen Corona-Untersuchungsausschuss einführen. Außerdem möchte die AfD, dass maximal 60% der Krankenhäuser von privaten Trägern geführt wird. Aktuell wird diese Zahl nur in wenigen Bundesländern knapp erreicht. Ähnlich wie andere Parteien fordert aber auch die AfD, dass die ärztliche Versorgung auf dem Land verbessert werden muss. Beispielsweise dadurch, dass Medizinstudierende sich nach dem Studium dazu verpflichten, in strukturschwachen Gebieten zu arbeiten. Und für Pflegekräfte fordern sie zum Beispiel auch steuerfreie Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge und sie lehnt eine Organspendepflicht ab. Cannabis wollen sie nur in der Medizin einsetzen und aus ihrer Sicht muss medizinisches Fachpersonal mindestens ein C1-Sprachniveau in Deutsch haben, also das zweitbeste Sprachniveau. Und die Weltgesundheitsorganisation sehen sie nicht als neutral an, da sie sie umstrukturieren wollen, damit man Unabhängigkeit aus ihrer Sicht und Neutralität wiederherstellen könne. Die AfD findet den Mindestlohn grundsätzlich gut, sagt aber in ihrem Programm auch nichts von einer Erhöhung oder auch einer Senkung von diesem Mindestlohn. Hartz IV wollen sie reformieren. Wenn man also Hartz IV bekommt, also das Arbeitslosengeld II, und dabei noch arbeitet, wollen sie, dass am Ende ein Zitat spürbarer Anteil des eigenen Verdienstes, Zitat Ende, übrig bleibt. Was sie konkret damit meinen und wie viel übrig bleiben soll, sagen sie nicht. Und die inzwischen bekannten Sanktionen beim Arbeitslosengeld I lehnt die AfD ab. Ob sie sie komplett abschaffen wollen, sagen sie im Programm nicht. Außerdem fordert die Partei ein Zitat Bonussystem für alle Arbeitgeber für die Einrichtung von mehr Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung, gekoppelt mit einer fairen Entlohnung. Kommen wir zu den sonstigen wichtigen Punkten. Hier ist vor allem zu erwähnen, dass die AfD Deutschland aus der EU austreten lassen will und eine neue Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, eine neue europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft bilden möchte. Und der Islam bekommt in ihrem Programm ein ganzes Kapitel. In diesem Kapitel sprechen sie unter anderem auch von Terrororganisationen wie den Dschihadisten. Und sie wollen das Tragen von Burka und Niqab in der Öffentlichkeit verbieten, genauso wie das Kopftuch im öffentlichen Dienst, also an öffentlichen Schulen auch. Und das wollen sie verbieten für Lehrerinnen, aber auch für Schülerinnen. Und die AfD möchte den Euro abschaffen und wieder eine nationale Währung einführen. Eventuell möchte man auch den Euro als Parallelwährung beibehalten. Zu guter Letzt, wofür stand die AfD in jüngster Vergangenheit vor allem in der Kritik? Übrigens, dieses Kapitel wird bei jeder anderen Partei natürlich auch erwähnt. Hervorstechen tut hier vor allem, dass einzelne Landesverbände der AfD von den jeweiligen Verfassungsschutzbehörden eingestuft wurden als Verdachtsfall. Das bedeutet, dass eben die Verfassungsschutzbehörden die Vermutung haben, dass die AfD in diesen Landesverbänden, in diesen Bundesländern verfassungsfeindlich ist. Und in der Vergangenheit gab es auch eine Sammelbewegung der AfD, der sogenannte Flügel, mit dem Anführer bzw. Vorsitzenden Björn Höcke. Und laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz wies dieser Flügel rechtsextreme Bestrebungen auf. Der Flügel wurde Anfang 2020 von der AfD selbst aufgelöst. Funktionäre wie Björn Höcke allerdings
allerdings sind immer noch Teil der Partei. Soweit zur AfD. Hier findet ihr jetzt noch eine Playlist zu allen anderen Parteien und allen anderen Wahlprogrammen, sobald die natürlich auch online sind. Und schaut mal unten in die Beschreibung, denn dort findet ihr einen Link zu unserem neuen Podcast Macht Sinn, wo wir dann auch in Zukunft die Wahlprogramme besprechen werden und wo ihr auch alle Interviews mit Politikern zu hören bekommt ohne YouTube-Werbung. Danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Marvin und bis dann.